Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, ich habe schlecht geschlafen und ja, die BR Custom ist gekommen. Sie ist am Samstag gekommen, heute ist Montag und ja, ich habe das Paket schon aufgemacht, aber ich habe noch nicht an den Düften gerochen, wobei einige von den Düften kenne ich schon, aber ich dachte mir, ich hebe mir das jetzt fürs Video auf, damit wir da gemeinsam uns durchschnuppern können und uns an den Düften erfreuen können, ne? Und genau. Ich sehe fertig aus, das habe ich aber schon gesagt. Ich habe hier einen Gerstenkorn bekommen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wahrscheinlich nicht. Hier irgendwo. Oh, das tut so weh. Ist nicht so schön. Deswegen habe ich auch keine Mascara drauf. Deswegen sehe ich vielleicht noch fertiger aus, als ich es eigentlich bin. Aber naja, darum soll es nicht gehen. Ja, wie gesagt, die Bea Custom ist da. Sie kam. Also eigentlich war sie für heute angekündigt. Aber sie kam am Samstag. Schuldig war so. Oh mein Gott. Und ich weiß, einige von euch warten noch auf ihr Paket. Also in der Zwischenzeit ist es wahrscheinlich auch schon angekommen, ne? Ich meine, das Video, ja, ist jetzt wahrscheinlich auch ein paar Wochen später erst jetzt online gekommen, als ich die Custom bekommen habe. Aber das macht ja nichts. Genau, ich dachte, wir gehen das einfach mal gemeinsam durch, schnuppern uns durch. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Genau, und dann fangen wir mal an. Ein riesiger Karton. Ich habe mir schon gedacht, oh mein Gott. Was ist da alles gekommen, ne? Aber ja, wie das halt immer so ist. Also ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ich so viel bestellt habe. Der eine oder andere kann es vielleicht nachvollziehen, aber ich war echt so, oh mein Gott, habe ich so viel bestellt? Aber ja, du hast so viel bestellt, du Alte. Naja, der erste Duft, mit dem ich starten möchte, also ich habe hauptsächlich Clamshells bestellt, weil ja, ich mag das einfach, wenn ich große Portionen von einem Duft da habe, den ich gut finde. Und ich bin halt jemand, wenn ich zum Beispiel Scent Shots düftle ich halt direkt das ganze Scent Shot, ne? Also ich teile das nicht noch erst in 8 Teile und düftle die dann alle einzeln und so. Ich brauche halt immer die volle Dröhnung. Deswegen ein Scent Shot ist für mich halt eine Düftelportion. Und ein Clamshell sind für mich halt 3 Düftelportionen, ne? Also immer so 2 Sternchen sind für mich eine Düftelportion. Und wenn ich einen Duft manchmal gar nicht rieche, das hatte ich letztens mit einem. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Duft das war. Irgendeinen Duft hatte ich letztens, da musste ich sogar 3 Sterne in die Lampe geben. Also ja, deswegen lohnt sich das bei mir einfach viel mehr, so ein Clamshell zu bestellen. Deswegen habe ich halt hauptsächlich nur Clamshells bestellt. Nur das nur mal vorab. Ich habe jetzt einmal den Duft Feel Free to Shine. Das ist ein Duft von Bea, den ich gar nicht kenne. Also den habe ich noch nie gerochen. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, was drin ist, aber wir gehen gleich auch die Duftbeschreibung gemeinsam durch. Aber ich will jetzt erstmal so dran schnuppern und gucken, ob er mir gefällt. Oh mein Gott, wie aufregend. Ja, Bär macht ja einmal im Jahr so eine Custom Order, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also ich wusste nicht, dass sie da so einen Rhythmus drin hat, sage ich mal, dass sie das immer einmal im Jahr macht. Das wusste ich nicht. Aber so ist es wohl. Also falls ihr das auch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. Und ja, das ist für mich quasi jetzt so ein Pflichtprogramm geworden. Letztes Jahr hatte ich ja auch bestellt. Und ja, dieses Jahr war ich auch wieder dabei und ja, da ist man dann für ein Jahr auch erstmal ausgestattet, ne? Wenn man sich da einmal eingedeckt hat, finde ich, ja, reicht das dann auch für bis nächstes Jahr sozusagen. Genau, so sieht das Ganze aus. Sehr hübsch. Es ist auch wieder so dunkel hier, ne? Aber es liegt daran, dass es ist so bewölkt und regnerisch heute und wir haben schon gleich 11 mittags, aber trotzdem ist es noch so dunkel. Ich habe extra gewartet. Normalerweise fange ich immer direkt um 9 an mit dem Drehen, aber ja, es ging nicht, weil es so dunkel war, aber ich finde, es ist immer noch dunkel, ne? Soll ich vielleicht das Licht anmachen? Soll ich das mal eben machen? Ja, ich lasse es jetzt einfach so. I'm sorry, falls es zu dunkel ist, aber so ist es halt. So ist es halt. Naja, fangen wir jetzt mal an, ne? Mein Gott. Also, feel free to shine. Da kommt mir auf jeden Fall schon ein Duftschwall entgegen. Das riecht für mich kuschelig. Vanillig, warm, ganz leicht pudrig, so cremig pudrig irgendwie. Sehr angenehm. Ist ein schöner winterlicher Duft, würde ich sagen. Sieht sehr schick aus, guck mal. Oh, hübsch. Ja, der hat was. Der hat was. Feel free to shine. Jetzt bin ich mal gespannt, was da offiziell drin sein soll. Gucken wir mal schnell nach. Feel free to shine.
Oh ja, ah, okay. Also ein Duft mit Amber, ja, Sandelholz, Orangenblüten, Veilchen, Moschus, Patchouli, ja. Das riecht man. Das riecht man. Vanille und Tonkabohne, ja. So ein Duft ist das auch. Ja, für mich so ein perfekter Herbst-Winterduft, einfach so schwer, dunkel, vanillig. Ja, so Amber, Sandelholz, das gibt dem einfach nochmal so was Kuscheliges. Aber ich finde ihn irgendwie auch cremig. Wo könnte das denn herkommen? Ich weiß nicht, Tonkabohne vielleicht? Sandelholz, Tonkabohne, dass das so ein bisschen was Cremiges verleiht? Der ist schön. Der gefällt mir. Oh, auf den freue ich mich. Der riecht auch intensiv. Also. Ich glaube, der wird auch gut in der Lampe performen. Feel free to shine. Von der lieben Bea gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ich greife da einfach mal so rein, ne? Weil das ist jetzt keine bestimmte Reihenfolge. Dann ein sommerlicher Duft. Lakeside Summer. Den habe ich mir auch nochmal mitbestellt. Das heißt nochmal. Also ich kenne den Duft gar nicht. Ich habe ihn mir einfach mal mitbestellt. Ja, so blind quasi, weil das klang für mich einfach schön. Die Duftbeschreibung klang schön. Ich weiß natürlich gerade nicht mehr, was da stand, aber wir werden es ja gleich nochmal nachlesen. Ist auf jeden Fall schön gegossen. So gelb-grün. Mit ganz viel Glitzer. Oh ja. Oh. Der Duft erinnert mich an irgendwas. Oh. Der kommt mir bekannt vor. Was könnte das sein? Also er riecht auf jeden Fall sommerlich. Er riecht, finde ich, auch leicht aquatisch. Also nicht nur leicht, er riecht ziemlich aquatisch. Aquatisch, sommerlich, leicht grün. Frisch. Und erinnert mich an irgendwas. Aber was ist das? Irgendwoher kenne ich den Duft. Ich weiß, ich komme gerade nicht drauf. Lakeside Summer. Diese schöne Mischung passt perfekt zum Ende des Sommers. Ja. Aquatische Noten, frisches Grün, Lavendel, Veilchen, Sandelholz, Patchouli, Amber und Moschus. Ja, und genauso riecht das für mich auch. Er riecht grün, aquatisch, frisch. Nach so einem richtig schönen Sommertag am See. Der gefällt mir gut, aber den werde ich wahrscheinlich liegen lassen bis nächsten Sommer oder zumindest bis zum Frühling. Weil der passt jetzt für mich überhaupt nicht in die kalte Jahreszeit, ne? Aber ich meine, steht da ja auch, ne? Perfekt zum Ende des Sommers, ja. Lakeside Summer werde ich mir zur Seite legen. Bis nächstes Jahr, dann werde ich dich düfteln. Riecht sehr schön, sehr angenehm. Dann habe ich hier Little Pink Princess. Finde ich total süß. Könnte quasi meine Tochter sein. Sie ist ja auch eine kleine Prinzessin. Ne? Sie wird jetzt, oh mein Gott, sie wird jetzt 4. Oh, ich kann es gar nicht glauben, ne, dass sie schon 4 wird. Die Zeit vergeht echt so schnell. Das ist unglaublich. Naja, ist auf jeden Fall sehr süß gegossen. Mit der Krone. How cute! Oh Gott, und da kommt mir auch schon was entgegen. Boah, ja. Sehr süß. Ich würde schon fast sagen Cotton Candy. Mit Pink Sugar vielleicht. Sehr süß auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, war das irgendwie so eine Cotton Candy Pink Sugar Mischung vielleicht? Werden wir ja gleich sehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr süßer, girliger, pinker Duft. Also wirklich so, wie es auch der Name schon sagt, sehr süß, sehr yummy, lecker, zuckrig, fast schon wie so ein Kaubonbon. Es könnten auch ganz leicht beerige Noten drin sein. Also beerig, Cotton Candy, Pink Sugar, sowas würde ich da jetzt vermuten. Little Pink Princess, JKL. Das Gute ist ja, die Duftliste ist alphabetisch sortiert. Hoho, da habe ich jetzt einen Preis verdient. Ne? Also Pink Sugar, Himbeere und Zuckerwatte.
umhüllt von sanften floralen Noten, cremiger Vanille, Sandelholz und Moschus. Ja, und genau das riecht man auch. Pink Sugar, was Beeriges und Cotton Candy. Oh mein Gott, ich habe nicht vorher geguckt, ich schwöre, ne? Also wirklich. Aber das riecht man halt auch, dass das genau das ist. Also es war jetzt nicht so schwer zu erraten, sage ich mal, ne? Aber ein sehr schöner Duft. Auch ein Duft, den ich noch nicht kannte von Bär. Also Little Pink Princess habe ich, glaube ich, noch nie unter der Nase gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das ein neuer Duft ist, aber ich kenne Bär ja auch erst seit letztem Jahr. Also seit 2021, seit Juni oder Juli, da habe ich das erstmal bestellt. Da hatte sie diese Summerbox mit einem Rhabarberduft und einem Kaktus- und Sea Salt-Duft. Also da waren so ganz viele so sommerliche Düfte drin. Das weiß ich noch. Das war meine erste Bär-Bestellung. Ja, der ist sehr schön. Gefällt mir richtig, richtig gut. Little Pink Princess. Ja, für alle Süßnasen, das wäre euer Duft gewesen, ne? Ja, dann habe ich mir mitbestellt So Magical. Den habe ich auch zweimal bestellt, weil den hatte ich letztes Jahr bei der Custom Order, glaube ich, auch bestellt gehabt, aber nur als Scentshot. Da war ich so traurig, weil ich mir dachte, oh, So Magical, ne, der ist so schön. Aber ja, ich hatte halt nur einen Scentshot, ne, und ich habe den echt, ich glaube, ich habe das halbe Scentshot gedüftelt und danach habe ich die andere Hälfte halt so in meiner Box versteckt, weil ich den nicht leer machen wollte, weil der einfach so schön ist. Ich wollte halt warten, bis ich wieder Nachschub habe. Jetzt habe ich Nachschub von So Magical zweimal. Ja, das ist einfach ein ganz, ganz toller, auch wieder so süß-zuckriger Duft, würde ich sagen. Mit Vanille, ein bisschen Food. Ja, der ist ganz toll. Der ist so beerig, beerig, vanillig. Ich glaube auch mit Pink Sugar war der. Ja, und oh, das sieht auch so hübsch aus. Ne? Oh Gott, ja. Ich liebe So Magical. Der ist so toll. Also der ist nicht ganz so süß, klebrig wie Little Pink Princess. Der ist auf jeden Fall so ein bisschen erwachsener, finde ich. Ja, erwachsener, angenehm, toll. Einfach toll. Wie gesagt, ich rieche was Beeriges. Ich rieche auch Vanille. Da müssen wir mal eben gucken, was da offiziell drin war. So Magical riecht nach einer magischen Duftmischung, ja. Also da soll drin sein Pfingstrose, Fräse, also was Blumiges, Sandelholz, Moschus, Amber, prickelnder Champagner, Sternfrucht und goldene Quitte, abgerundet mit fluffiger Zuckerwatte, Zitronenbonbons, einem Hauch Himbeermarmelade und Vanille. Ja. Also er riecht fruchtig, er riecht vanillig, er riecht, finde ich, auch nach Pink Sugar. Ja, Pink Sugar mit was Vanilligem, Fruchtigem. Und ja, so ganz zart floral schwingt auch was mit, ja. Der ist echt toll. Der ist so toll. Liebe. Liebe, liebe, liebe. So Magical. Das ist einfach ein toller Duft. Kann ich gar nicht anders sagen. Deswegen, ja, ich freue mich, dass ich noch zwei Clamshells jetzt davon habe. So, dann machen wir mal weiter mit dem Schneehäschen. Auch ein Duft, den ich nicht kenne von Bär. Schneehäschen. Aber ich fand den Namen schon so süß, ne? Und die Duftbeschreibung hat mich auch scheinbar gecatcht, sonst hätte ich ihn ja nicht bestellt. Oh Gott, wie süß. Guckt euch das mal an. Oh mein Gott. So kurz einmal ausrasten, aber schaut mal, wie süß das ist. Oh mein Gott, ist das nicht süß. Der Hase, der so quasi in das Clamshell reinguckt, ne, so. Oh mein Gott, ja, mit sowas kriegt man mich, ne, das finde ich so süß. Das Schneehäschen, oh mein Gott, ja. Oh, der riecht gut. Mmh. Aber was ist das? Das riecht vanillig. Ich überlege gerade, ob das irgendwie in so eine Richtung geht von Vanilla Binoel vielleicht. Irgendwie so vielleicht. Ja, doch vielleicht so Vanilla Binoel. Mit was
ganz leicht kuschelig, aber ich glaube, Vanilla Bean Oil riecht ja auch kuschelig, ne? Von daher. Er ist nicht so intensiv, muss ich sagen. Also er ist ein bisschen dezent. Da waren die anderen bis jetzt auf jeden Fall ausdrucksstärker. Den finde ich ein bisschen dezent. Und das riecht für mich nach Vanilla Bean Oil. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da noch anderes rausrieche. Deswegen gucken wir mal schnell, was da eigentlich drin sein soll. Schneehäschen. Der zuckersüße Hase. Moment, Schneehäschen. Ah, okay, also Vanille, Kaschmir, Clementine, weißer Tee, Zuckerwatte, Zitronenbonbon, Himbeermarmelade, Moschus. Okay. Also Vanille, Kaschmir, das riecht man auf jeden Fall. Clementine, weißer Tee. Zuckerwatte, Zitronenbonbon, Himbeermarmelade, Moschus. Das klingt für mich auch wieder so ein bisschen nach so eine Pink Sugar Richtung. Ich weiß nicht. Er riecht für mich hauptsächlich nach Vanille und Kaschmir tatsächlich. Mit was leicht Zuckrigem dabei. Aber er riecht gut. Er riecht gut. Da bin ich echt mal gespannt. Wie du so in der Lampe rauskommen wirst, du kleiner süßer Hase. Oh Gott, das finde ich so süß, ne? Oh, der riecht aber schön. Ein schöner, kalter, nicht kalter, ein schöner Winterduft, wollte ich sagen. Leider ein bisschen, finde ich, ein bisschen dezent. Ich hoffe, in der Lampe ändert sich das noch. Aber so kalt geschnuppert finde ich ihn ein bisschen nicht so intensiv. Dann habe ich mitbestellt, Lalilu. Da habe ich ja noch ein oder zwei sogar Brittle-Tüten hier. Kann ich euch aber kurz zeigen. Ne? Oh, ich bin da ja ein bisschen stolz drauf, ne? Muss ich schon sagen. Tada! Das ist mein Lalilu Brittle. Das sind zwei Stück. Sieht man das? Die sind so hintereinander. Und ich habe da noch eine Tüte von. Also ich habe ganz viel Lalilu zu Hause, weil ich den Duft einfach so liebe. Den hatte ich letztes Jahr auch für mich entdeckt. Da hatte ich den bei der Custom auch bestellt. Fand ihn so schön, dass ich Bea dann mal angeschrieben hatte und gefragt hatte, ob sie mir den mal in einer größeren Portion gießen könnte. Und ja, so nett wie sie war, hat sie es auch gemacht. Deswegen, ich habe noch sehr viel Lalilu hier, aber man kann ja nicht genug Lalilu haben. Deswegen habe ich mir nochmal ein Clamshell mitbestellt, einfach zur Sicherheit, ne? Falls Gott bewahre, mal was passieren sollte, dann habe ich wenigstens noch ein Clamshell, so, ne? Total bescheuert. Aber ja, das ist einfach so ein schöner Lavendelduft. Das ist einer der schönsten Lavendeldüfte, die ich je gerochen habe. Und ich glaube, war das nicht sogar so, dass der Lalilu noch so einen ganz leichten Food-Touch mit drin hat? Ich meine schon, dass da irgendwie. Der ist so schön. Ach, du riechst einfach diese sanfte, kuschelige, einhüllende. Unfassbar tolle Lavendelnote. So was Milchiges irgendwie noch mit drin. Ja, also irgendwie so Lavendelmilch vielleicht auch. Und dann halt dieses ganz leicht Foodige da drin. Ich meine, da war doch irgendwie Vanilleplätzchen oder so drin, oder? Täusche ich mich jetzt? Moment. Lavendel, Bergamotte, Zitrone, Sojamilch. Ja, irgendwie so was Milchiges. Ein Hauch Tonkabohne und Moschus. Ah ja, siehst du, und dann französische Vanille und zuckriger Plätzchenteig. Und diese Mischung. Ja, diese Lavendel, Milch, Vanille, Plätzchenteig-Mischung. Das ist einfach der Oberknaller, ne? Also nicht umsonst ein absoluter Bestseller. Und ich glaube, einer der beliebtesten Düfte von Bea. Lalilu. Also wenn ihr Lavendeldüfte mögt und diesen Duft nicht bestellt habt, dann ist das ganz schön bitter. Das ist wirklich, ich würde schon fast behaupten, einer der schönsten Handmade-Lavendeldüfte, die ich jemals unter der Nase hatte. Der von Dani gefällt mir auch sehr gut. Der heißt, glaube ich, nur Lavendelmilch. Also da ist, glaube ich, nichts Keksteigiges und so mit drin. Der ist auch sehr schön und der ist auch sehr schön. Also, kann ich gar nicht anders sagen, ne? Also, Lalilu. Ja, für mich einer der besten, schönsten, tollsten Lavendeldufte ever und auch einer der schönsten von Bea.
Also ja, gehört zu meinen absoluten Favoriten von Bär, zusammen mit Soul Magical und Tea & Cakes. Ja, genau. So, dann habe ich hier Tea Time with Jane Austen. Den kenne ich auch noch nicht. Ich weiß, dass es den Duft schon mal gab, aber ich hatte ihn noch nie unter der Nase. Deswegen ist das für mich auch jetzt ein bisschen Premiere. Er ist leider durchgebrochen in der Mitte, aber das ist nicht so schlimm, ne? Huch, ach, da hat sich schon eine Knospe oder ein Blättchen verabschiedet. Ja, so sieht er aus. Man riecht auf jeden Fall schon direkt die Rose. Ach, das ist kein, das ist vom Klemmschall hier so ein Stück. Ach, was da rausgebrochen ist, na egal. Ja, Rose. Oh, auf jeden Fall Rose. Earl Grey wahrscheinlich. Mit Rose. Du riechst auf jeden Fall einen Schwarztee. Muss ich schon? Doch, den riecht man auf jeden Fall. Ein Schwarztee. Rose, habe ich schon gesagt, ne? Was ganz leicht Süßliches hat er auch. Könnte das... Das ist eher nicht so eine Keksnote, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist eher vielleicht so einfach der gesüßte Schwarztee. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Keks. Das ist eher so was Zuckriges mit dem Tee und dann die Rose. Vielleicht ist auch die Rose gezuckert. Vielleicht ist das so Rosenmarmelade vielleicht? Wobei, nee, es riecht eigentlich nicht nach Rosenmarmelade. So, ja, oh Gott, was könnte es sein, ne? Ne, ich rieche Rose, ich rieche Earl Grey Tee, ich rieche was Zuckriges. Ich rieche auch was ganz leicht Zitroniges. Ja, so würde ich den beschreiben. Tea Time mit Jane Austen. Oh, okay. Okay, also frisch aufgebrühter schwarzer Tee mit einem Spritzer Zitrone. Ja, das riechst du auch. Dann zartes Rosenwasser und cremige Vanille. Ich muss sagen, Vanille rieche ich jetzt nicht so. Ich rieche eher wirklich die Rose. Und dann Amber, Moschus und ein Hauch Pink Sugar. Ich muss sagen, Pink Sugar rieche ich auch nicht. Also ich rieche was Zuckriges, aber ich rieche nicht diese typische, sage ich mal, Pink Sugar Note. Ja, wobei... schwierig. Also die Rose hat halt irgendwie auch so was ganz leicht Zuckriges, finde ich. Also vielleicht ist es das, was dieses Zuckrige mit der Rose irgendwie so vermischt. Ja, dieser Hauch Pink Sugar vielleicht. Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr schöner Duft. Also man muss Rose mögen, würde ich sagen, um den zu düfteln, weil ich finde, man riecht schon, ja, auf jeden Fall die Rose. Aber ich mag Rosendüfte, von daher ist das nicht so schlimm. Ja, Tea Time with Jane Austen gefällt mir jetzt auch erstmal ganz gut. Dann machen wir mal weiter mit Kaktus und Sea Salt. Das ist ja eigentlich so ein Klassiker, ne? Das ist echt so ein Klassiker von Duft, der im Sommer, finde ich, einfach immer geht, ne? So Kaktus und Sea Salt finde ich im Bad auch immer sehr schön. So sieht das Ganze aus. Ja. Ist so ein ganz klassischer, typischer, sommerlicher Duft für mich. Ja, du riechst was Grünes, was Florales. Du riechst so ein bisschen so diese Meeresluft, diese salzige Meeresluft. Ja, das ist für mich so ein ganz klassischer Sommerduft. Also, ich glaube, da müssen wir eigentlich auch gar nicht nachlesen, was da drin ist, weil es ist einfach Kaktus und Sea Salt. Ja, grüner Kaktus, Seeluft, Treibholz, Meeresmoos. Und süßer Moschus. Ja, das ist er auch. Genau das ist er auch. So ein ganz solider, sommerlicher, grün, frischer Duft. So würde ich den beschreiben. Sehr schön. Gefällt mir auch. Sehr gut. Werde ich aber wahrscheinlich auch bis nächstes Jahr liegen lassen. Und ihr werdet jetzt auch sehen, es ist echt so querbeet gemischt. Weil jetzt kommt wieder was ganz anderes. Und jetzt hatten wir gerade so was Frisches und jetzt kommt Irish Cream Cinnamon Donut. Also das ist total, ja, konträres, ja.
Oh Gott, ja. Also total foodie und schwer, würde ich jetzt mal vermuten. Also den Duft kenne ich auch noch nicht von Bea. Gucken wir mal. Also Irish Cream, genau. Das war eigentlich der Grund, warum ich das überhaupt bestellt habe. Weil Irish Cream riecht für mich halt sehr sahnig, lecker, so, ja, so karamellig. Das mag ich halt total gerne. Und dann dachte ich mir so, ja, mit Cinnamon Donut. Ja, könnte ganz nett sein, so, ne? Aber ja, eigentlich der Hauptgrund, warum ich das bestellt habe, war halt Irish Cream, ne? Weil, ja, das mag ich total gerne. So sieht das Ganze aus. Okay. Okay, also ich muss sagen, er riecht tatsächlich für mich sehr Zimt- und Donut-lastig. Also ich finde, die Cinnamon-Donut-Note steht auf jeden Fall im Vordergrund. Schade. Aber ich dachte, vielleicht kommt diese Irish Cream-Note noch mehr durch. Ich vermisse die ein bisschen, muss ich sagen. Oh Mann, ich vermisse die Irish Cream-Note total. Schade. Das riecht für mich einfach nach einem gezuckerten, so ein Zimt-Zucker-Donut. Nix mit Irish Cream, leider. Ja, vielleicht kommt es ja noch warm, ne? Wir geben die Hoffnung nicht auf, vielleicht kommt es noch warm. Aber jetzt ist es wirklich erstmal nur ein In-Your-Face-Zimt-Zucker-Donut. Ja, ist jetzt nicht schlecht, aber hätte ich gewusst, dass die Zimt-Zucker-Donut-Note so stark rauskommt, hätte ich ihn vielleicht nicht mitbestellt. Ich bin ja nicht so der Zimtfreund, ne? Das habe ich ja jetzt, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Zimtdüfte sind einfach nicht so meins. Ja, also er ist nicht schlecht, aber ich habe irgendwie was ganz anderes erwartet. Deswegen bin ich gerade ein bisschen traurig, aber na gut. Machen wir weiter mit dem nächsten Duft. Süße Schlemmerei, den kenne ich auch schon. Den hatte ich letztens erst in der Lampe. Das ist so ein richtig schöner, ja, so Torte. Also ich würde schon sagen Torte, nicht unbedingt Kuchen. Es ist eine Tortennote. Oh, ganz hübsch gegossen, leider durchgebrochen, aber egal. Oh, ja, so ein ganz schlotziger, süßer Tortenduft. Ganz viel Zucker, ganz viel Sahne. Ja, so ganz, ganz lecker einfach, ne? Süße Tortenschlacht. Ich würde auch mal behaupten, da ist jetzt gar nicht so viel mehr drin, als einfach nur so eine süße Torte. Also fluffiger Kuchenteig, geschmolzene Butter, Vanille, Creme Brûlée, Kakao, eine große Portion Schlagsahne, ja, auf jeden Fall jede Menge Zucker, ja. Und ein Hauch reife Banane, oh. Echt? Ja, ich bilde mir tatsächlich ein, dass ich ein bisschen Banane rieche, aber hätte ich das jetzt nicht gewusst, hätte ich sie, glaube ich, nicht gerochen, also für mich ist es eher so ein richtiger, da läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen, so ein richtiger Tortenduft mit ganz viel Vanille, ganz viel Schlagsahne, ganz viel Zucker. Ja, einfach so eine Foodbombe, ne? Deswegen durfte er auch nochmal mit, weil ich liebe solche Düfte, falls ihr es noch nicht wusstet. Von daher, die süße Schlemmerei gefällt mir sehr gut. So, was haben wir hier? Love Fall Most of All. Ein kleiner Reim. Love Fall Most of All. Also Herbstduft und ich sind ja nicht so Best Friends, aber ich glaube von der Duftbeschreibung her fand ich den ganz schön. Dann dachte ich mir so, ach komm, bestellst du den mal mit, so ein kleiner Herbstduft. Ne? Ich hatte ja letztes Jahr von ihr den, hatte ich zwei, einmal den Honigherbst und den Cozy Fall. Fand ich beide nicht so mega toll, weil sie für mich beide so eine würzige Herbstnote hatten, die ich nicht so schön fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe die beide auch verkauft auf Facebook, ja. Also so sieht das Clamshell aus. Ja, aber ich bin einfach nicht so Frau Herbst, ne? Das ist einfach so. Wie gesagt, der hat mich irgendwie angesprochen von der Duftbeschreibung her. Oh Gott, und er ist auch Gott sei Dank nicht irgendwie Herbstlaub oder Zimt oder würzig lastig. Das ist ja absolut nicht Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank.
Das ist für mich. Was ist das? Der hat was cremig-pudriges, finde ich. Mit ein bisschen so. Was ist das? Ich finde, er riecht so leicht fruchtig. So fruchtig mit was cremig-pudrigem? Macht das Sinn? Ich weiß nicht, könnte das vielleicht sogar ein Apfel sein? Also es ist jetzt kein so grüner Apfel, ist aber auch kein muffiger Apfel. Ist irgendwie was? So was Angenehmes. Ein schöner Herbstduft. Okay, bevor wir jetzt weiter rumraten, gucken wir mal eben. So love, fall, most of all. Irgendwie ein süßer Name. Ja, hier steht es auch. Ein wunderschöner Herbstduft, ganz ohne Gewürze. Ja, deswegen habe ich den wahrscheinlich auch bestellt. Zitrische Noten, Jasmin, Veilchen, sanfter Kaschmir. Echt? Sandelholz, Vanille und Moschus. Okay, da lag ich ja jetzt voll falsch. Da sind gar keine Äpfel drin. Also was haben wir jetzt? Zitrische Noten, was Florales, Kaschmir, Sandelholz, Vanille, ja. Für mich schwingt da irgendwie eine Apfelnote mit. Wie kommt das von dem Zitrischen? Ich weiß es nicht. Naja, was es auch ist, es riecht auf jeden Fall sehr schön. Das ist ein schöner Herbstduft, muss ich schon sagen. Also was Florales haben wir haben Kaschmir, Vanille, Sandelholz. Ja, der gefällt mir. Der gefällt mir. Love, fall, most of all. Ein schöner Herbstduft. Da freue ich mich drauf. Den muss ich aber zeitig verdüfteln, weil wir haben ja schon Mitte November. Das heißt Mitte, Anfang. Anfang Mitte November, sage ich mal. Wobei, wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich schon Ende November oder so. Ja, ist immer ein bisschen zeitverzögert, ne? Jetzt habe ich hier einmal Beetlejuice. Ein Halloween-Duft. Halloween ist ja schon vorbei, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil, ja, kannst ja trotzdem düfteln, oder? Boah, machen wir. Ist auch ganz cute, ne? Hier so mit der Fledermaus und der Spinne und dem Glitzer in der Mitte. Oh. Oh. Oh, oh, okay. Da ist auf jeden Fall Patchouli drin. Weihrauch vielleicht sogar. Boah. Der ist super intensiv. Also zumindest so kommt er mir total intensiv so entgegen. Sehr dunkel. Sehr mystisch. Also da muss auf jeden Fall irgendwie Weihrauch, Patchouli, irgendwas drin sein. Bisschen vanillig noch dabei. Ganz, ganz leicht süßlich. Aber hauptsächlich sehr dunkel. Also wirklich, das wäre, glaube ich, so ein richtig toller Halloween-Duft gewesen. Ich meine, Halloween ist ja jetzt, wie gesagt, schon vorbei. Aber ich glaube, an so einem kalten Tag würde der auch gut kommen. Also gut rauskommen. Deutsch. Oh ja. Beetlejuice. Gucken wir mal. Oh, okay. Also frische Zitrone, Lavendel, Ylang Ylang. Rieche ich gar nicht. Wobei doch, er hat ja was ganz leicht Süßes, habe ich gesagt. Ne? Also es könnte vielleicht doch dieses Ylang Ylang, ne, dass das vielleicht was Süß-Florales verleiht. Ja, Patchouli, definitiv. Holzige Noten, also auf jeden Fall dunkles Holz. Wenn holzig, dann auf jeden Fall dunkles Holz. Leder und Vanille. Ja, stimmt. Das ist Leder, ja. Also nicht so ein sanfter, nicht so eine sanfte Ledernote, wie zum Beispiel Wildleder und Vanille von der Wachsmacherei. Das ist ja schon ein sehr fast schon kuscheliger Lederduft. So, ne? Das ist nicht so eine Ledernote. Das ist schon eher eine so eine roughe Ledernote.
Ja, mit dem Patchouli gemeinsam. Also das ist echt so eine schwere Kombi. Also das ist auf jeden Fall Duft, den kannst du nicht jeden Tag düfteln. Da musst du schon in Stimmung sein. Der ist schon sehr heavy. Sehr heavy. Wird zwar abgerundet, wie gesagt, ne, von der Vanille und auch von diesem leicht süßlichen, was ich rieche. Aber er ist trotzdem sehr heavy. Beetlejuice. Von Bär. Ja. Dann haben wir Tea and Cakes. Den habe ich auch. Also ich habe da noch ein bisschen was hier. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob das ein Clamshell ist, was ich noch habe. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich mir nochmal ein Clamshell geholt von Tea and Cakes, weil ich einfach finde, dass das einer der schönsten Düfte ist von Bär. Und ja, das ist einfach so ein. Ja, wie der Name eigentlich sagt, ne? So ein Tee mit was Keksigem dabei. Zweifarbig gegossen, so ganz zarte, süße Farben. Ja, es ist, glaube ich, auch was leicht Zitrisches, was damit drin ist. Ja, so Keksteig, was Zitrisches. Vielleicht so ein zitrischer Tee auch. Oh, ja, das ist irgendwie so ein guter Laune-Duft. Ich mag den total gerne. Es ist so. Ja, das ist so ein Duft, finde ich, wenn du nicht weißt, was du düfteln sollst, dann düftelst du auch Tea and Cakes. Der ist einfach so ein Allrounder irgendwie. Da. Also wieder schwarzer Tee mit Zitrone. Limette, Orange. Ja, man riecht so was Spritziges. Rosenholz und ein saftiges Stück Kuchen. Oh, ja. Mit Vanille, Tonkabohne und Ahornsirup. Ja, du riechst auf jeden Fall diesen Tee und dann riechst du halt dieses Stück, ne, dieses saftige Stück Kuchen, das riechst du. Ja, und beides zusammen ergibt einfach diesen wunderschönen Duft Tea and Cakes, der nicht umsonst auch sehr geliebt wird von vielen Duftnasen, inklusive von mir. Und dann musste ich noch, ja, auch einer meiner absoluten Lieblinge von Bär. Mit Lalilu und So Magical und den habe ich jetzt vergessen, irgendwann habe ich vergessen, zusammen ist Coffee Cupcake mein absolut liebster Duft von Bär. Also Coffee Cupcake ist auch wieder oh, ein Seelenschmeichler vom Feinsten. Weil du riechst einfach diese Cupcake-Note, also was total Kuchiges. Und dann dieser leckere, sahnige, süße Kaffee dabei. Oh. Oh. Oh Gott, ja. Der ist traumhaft schön. Ja, es riecht wie so ein Latte Macchiato, so ein frisch aufgebrühter Latte Macchiato, wo die Espresso Note auch gut durchkommt. Also es ist wahrscheinlich so ein Vollautomat, ne, der die frisch gemahlen hat, die Kaffeebohnen. Ja, und dann ne, kommt das so in deinen heißen Milchschaum und dazu einfach dieser Cupcake oder ja doch, Cupcake. Oh, da möchte ich mich reinlegen, ne? So lecker ist das. Ja, wie gesagt, einer meiner absoluten Favoriten, einer meiner liebsten Kaffeekuchendüfte, die ich so kenne. Ja. Toll. Toll, toll, toll. Ja. Ich guck mal eben, was da offiziell drin sein soll. Coffee, Cupcake. Wo bist du? Da. Süßer, buttriger Toffee, also irgendwas Karamelliges. Milchschokolade, fluffiger Kuchenteig, üppige Buttercreme, sanfte Vanille und ein guter Schuss Kaffee. Ja. Und voilà, hast du einen perfekten Coffee Cupcake Duft. Also der ist wirklich toll. Der ist wirklich toll. Also. Unglaublich lecker, das stimmt. Ganz, 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 ganz toll. Also, ja, wer so kuchige Kaffeedüfte mag, Coffee Cupcake.
einfach toll. Es sind schon 43 Minuten. Ich habe noch so viele Klemmchen. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller machen. Oh mein Gott! Wo ist denn jetzt die Zeit geblieben? Oh Gott. Ich glaube, ich habe mich zu sehr an den Düften aufgehalten. Wir machen jetzt ein bisschen schneller. Muss ich leider, weil ich will nicht, dass das ein 2-Stunden-Video wird. Oh mein Gott, aber ich habe noch so viel. Okay, mit welchem Farb machen wir weiter? Ah! Okay, jetzt habe ich ein bisschen Stress. Machen wir mal weiter mit All Day in PJ. Das ist auch ein Duft, den kenne ich schon. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das doch ein Jammy Time Dupe, oder? Ich meine schon. Gucken wir mal schnell. Den ganzen Tag im kuscheligen Pyjama. Unbedingt. Französische Vanille, Moschus, Zitrusnoten, Veilchen und Bergamotte. Okay, ich glaube, ich meine, das war ein Jammy Time Dupe. Oh, ja. Das ist ein Jammy Time Dupe, würde ich mal behaupten. Ganz toll. Also wer Jammy Time von Scentsy kennt, weiß, wie All Day in PJ riecht. Wirklich toll. Ist zwar kein Lavendel drin, aber für mich hat er irgendwie so Lavendel, Vanille, florale Noten, Veilchen. Ja, das passt schon. So riecht er. Dann habe ich hier die Kuschelzeit. Das ist auch ein Duft, den kannte ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich weiß, dass die liebe Michelle, liebe Grüße, die Candle Lover auf Instagram, den ganz toll findet. Also ich glaube, sie meinte sogar, das ist ihr liebster Bea-Duft. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ich glaube, das hat sie gesagt. Und deswegen war ich umso gespannter, weil Michelle und ich haben oft den gleichen Duftgeschmack. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie Kuschelzeit mir gefallen wird. Oh ja, der ist schön. Oh Gott, ist der schön. Der hat was total Vanilliges. Was Kuscheliges. Und was total Sanftes, Einhüllendes. Oh Gott, der riecht richtig gut. Oh. Ich habe nur ein Klemmchen bestellt. Nein. Kuschelzeit. Französische Vanille, ein Bett aus Blüten und sanfte, holzige Noten. Oh, ja. Der ist toll. Der ist toll. So simpel eigentlich, ne? Also Vanille, was haben wir gesagt? Vanille, Blüten und sanfte Hölzer. Könnte fast oder klingt fast wie die Duftbeschreibung von Stargazing. Da ist auch Vanille drin, Blüten, nachtblühende Blüten oder so. Aber das dritte war, achso, Baumwoll. Baumwollblüte, Vanille. Was habe ich jetzt gesagt? Ah, das bin ich schon ganz sicher. Also Baumwollblüte, nachtblühende Blüten oder so. Und Vanille, das ist die Beschreibung von Stargazing. Und das ist Vanille, ein Bett aus Blüten und holzige Noten. Ja, okay, nicht ganz, aber. Geht irgendwie in so eine Richtung. Also nicht der Duft, aber die Duftbeschreibung. Also der Duft hat gar nichts mit Stargazing zu tun. Ne? Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber sehr sanft, sehr kuschelig, sehr vanillig. Oh mein Gott, der ist toll. Der ist toll. Die Kuschelzeit. Jetzt muss ich mal eben gucken. Oh Gott. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so viel rede. Ich dachte eigentlich, ich drehe das mal schnell ab, sondern jetzt sind wir schon bei 45 Minuten. Ich habe euch gefühlt erst die Hälfte gezeigt. Oh Gott. Also Banana Cream Pie ist der nächste Duft. Den wollte ich mir erst gar nicht mitbestellen, weil ich mir dachte, ja, so Bananendüfte habe ich eigentlich auch genug zu Hause. Aber dann meinte Eva zu mir, oh, der ist so schön und Banana Cream Pie musst du unbedingt bestellen. Und dachte, ja, okay. Wenn du das sagst, dann mache ich das. Banana Cream Pie. Durfte noch mal mit. Ja, ist einfach Banane, ne? Banane durch und durch. Mit ganz viel Sahne, ganz viel Zucker. Ja, unbedingt, also so ein Kuchenteig nehme ich jetzt gar nicht so unbedingt wahr. Es ist wirklich eher so diese Banane, ne? Süße, schlotzige, vanillige, sahnige Banane in your face. Ja. Das wird es sein. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht die Duftbeschreibung raussuchen. Ranch
Reife Banane, Quitte, Apfel, Birne, Vanille, Butterrum und knusprige Teigkruste. Stimmt. Jetzt, wo es da steht, rieche ich tatsächlich so ein bisschen Apfel und Birne. Nicht nur Banane. Ist ja witzig. Ich glaube, den habe ich letztes Jahr auch bestellt. Ich glaube, irgendwie die Duftbeschreibung kommt mir bekannt vor. Ja, doch, lecker. Lecker, 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 lecker. I like. Ein sehr schöner, bananiger Duft. Kann man nichts mit falsch machen als Bananenliebhaber. Ja, und dann natürlich, wer musste mit? Richtig. Vanilla Lavender. Ja, es wäre ein Unding gewesen, wenn ich den nicht mitbestellt hätte. Weil, ja, ne, hallo? Ich heiße ja nicht umsonst so, ne? Wobei, ich heiße andersrum. Ich heiße Lavender Vanilla und nicht Vanilla Lavender. Ist ja das Gleiche vom Prinzip her, ne? Also Vanilla Lavender durfte mit. Frischer Lavendel, süße Vanillebohnen, ein Hauch Orangenschale und Patchouli. Oh, okay. Glitzer, Glitzer. Ach, ja, da brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist einfach eine, oder eigentlich die liebste Duftkombination von Lavendel, die ich liebe. Ja, einfach Lavendel und Vanille. Ja. Wobei ich sagen muss, dass mir der Lalilu tatsächlich ein bisschen besser gefällt. Weil er noch dieses Kuchige hat. Und ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das sogar noch besser. Ich finde aber auch nicht, dass dieser Lavendel-Vanilleduft unbedingt riecht wie die Kerze von Yankee Candle zum Beispiel. Das tut sie nicht. Das ist nochmal ein ganz eigener Lavender-Vanilla-Duft. Ja, der aber natürlich trotzdem wunderschön ist. Ne? Also das steht ja außer Frage. Ja, aber ich muss sagen, Lalilu gefällt mir sogar noch ein bisschen besser. Ja, Vanilla Lavender durfte natürlich auch mit. Der nächste Lavendelduft, Lavendel und Mandarine durfte auch mit. Auch zweifarbig gegossen. Das sieht aber schick aus. Der ist auch durchgebrochen, oder? Nee, angebrochen ist er. Oh, schade. Naja. Oh ja. Hier riecht man auf jeden Fall die Clementine- oder Mandarinennote sehr stark durch. Auch wieder sehr intensiv. Also der Duft an sich ist sehr intensiv. Und die enthaltene Lavendelnote ist, würde ich sagen, schon eher krautig. Es ist ein krautig-spritziger Duft, würde ich sagen. Ja, kann ich mir im Frühling sehr gut vorstellen. Lavendel und Mandarine. I like. So für den Frühling, Sommer. Da wird er gedüftelt bei mir. Ja, dann habe ich hier jetzt einen Duft. Autumn in Vermont oder Vermont. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Vermont oder Vermont. Das ist ein Duft, den wollte ich mir eigentlich gar nicht mitbestellen. Aber dann hieß es irgendwie, oder nee, auf der Seite stand es, glaube ich, auch, dass der Hannes, also der Grantelbart, irgendwie dafür verantwortlich ist, dass es diesen Duft gibt. Oder er hat... Wie war das noch? Jetzt habe ich die Story schon wieder vergessen. Er hat da irgendwie den Duft zusammengestellt oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist das ein Duft, der von Grantelbart stammt und deswegen ja, dachte ich mir, ja, musst du den natürlich bestellen. Ne? Will ich natürlich wissen, was an dem so toll sein soll. Ne? Ja, und also erst zweifarbig gegossen wieder. Ganz viel Glitzer. Oh Gott, was ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der riecht richtig gut. Was ist das? Das riecht vanillig, das riecht aber auch zitrisch. Und so, da ist irgendwas, was ist das? Moment, ich muss es nachgucken. Da ist irgendwas drin, was mich total anspricht. Autumn in Vermont. Ganz große Liebe ist diese Traummischung von unserem geliebten, von unserem
Kann ich mehr lesen, ich brauche eine Brille. Von unserem lieben Hannes in Klammern Grantelbart 89. Frisch gekochte Brombeermarmelade. Süßer Apfel, Anjou, Birne, reife Nektarinen, etwas Honig, Vanillezucker, Kokosmilch, Moschus und fluffiger Kuchenteig. Ja. Ja. Das ist es. Kuchenteig, Vanille. Fruchtig, was leicht Spritziges. Oh, ich weiß nicht warum. Den finde ich mega. Mega, mega, mega schön. Oh mein Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich mir da mehr von bestellt. Autumn in Vermont. Mega schön. Also, ich weiß nicht, Hannes, wie du darauf gekommen bist, aber mega. Mega, 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 mega schön. Sternschnuppen und Glühwürmchen ist der nächste Duft. Ich glaube, es gab doch mal so einen Duft von Goose Creek, der auch so hieß, oder? Also natürlich nicht so, aber irgendwas auch mit Glühwürmchen. Oder da waren Glühwürmchen vorne drauf, ne? Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Firefly? Nee. Ne, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Wenn ich es weiß oder herausfinde, blende ich es euch ein, aber ich komme gerade nicht drauf, wie der hieß. Summer Sky? Nee. Summer Night Sky? Nee. Egal. Ja, so sieht das gute Stückchen aus. Also Sternschnuppen und Glühwürmchen. Oh, ist so ein gute Laune-Duft irgendwie. Auch wieder so beerig, würde ich sagen. Beerig, süß, vanillig vielleicht. Dabei auch ein bisschen fruchtig, sommerlich irgendwie auch. Ich weiß gar nicht, rieche ich da Erdbeere oder so? Ah, oh, der ist schön. Der ist schön, warte mal. Sternschnuppen und Glühwürmchen. Oh, okay. Also rote Beeren, Zitrone, Kirsche, Bergamotte, Champagner, Kaschmir, Amber, Vanille, Moschus, Veilchen, Jasmin, Lavendel und wilder Honig. Mmh. Ja, ich würde auf jeden Fall auch sagen, beerig, vanillig. Ja, beerig, vanillig würde ich den eigentlich beschreiben. Mit einem sommerlichen Einschlag. Ja, gefällt mir gut. Kirsche rieche ich jetzt nicht explizit raus, muss ich sagen. Das ist eher so eine Mischung. Eine ganz, ganz tolle Mischung. Sternschnuppen und Glühwürmchen. Oh, gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Dann haben wir hier jetzt noch Dark but Sweet. Sieht so aus. Da weiß ich gerade gar nicht mehr, was das war. Kann ich mir gerade nichts drunter vorstellen. Aber auch mit einer kleinen Spinne in der Ecke. Ja, das könnte so ein Halloween-Candy-Duft sein irgendwie. Der riecht auch wieder so beerig, aber so künstlich beerig. Also nach so einem, eher so einem Kaubonbon. Ja, total süß dabei. Ja, das könnte irgendwie so ein Halloween-Candy sein. Oh ja, das riecht wie so ein Mauarm oder so. Ja, wie hieß der jetzt? Dark but Sweet. Scrollen wir mal wieder hoch. Dunkler, samtiger Moschus. Okay, ein besonderer Mix mit einer cremigen Mousse aus wilden Beeren, Apfel, Feige, Zitrone, Vanille und süße Zuckerwatte. Ja. Ist das vielleicht dieses Öl, dieses Wildberry Mousse, heißt das, glaube ich? Das könnte das vielleicht sein. Irgendwie so Wildberry Mousse und dann ja irgendwas mit Vanille und Zuckerwatte. Ah, oh, ja, der ist schön. Oh, ja, der
So, huh. Doch, der gefällt mir. Der gefällt mir auch gut. Ja, so süß-zuckrige Düfte sind ja sowieso immer meins. Von daher ist das auch kein Wunder, dass der mir auch gefällt. So, dann das letzte Clamshell. Spooky Midnight. Den habe ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben, weil den habe ich gar nicht mitbestellt gehabt. Also nicht in meiner Originalbestellung sozusagen. Und dann hatte ich bei Diana, liebe Grüße, in ihrer Story gesehen, dass sie irgendwie meinte, oh ja, der Spooky Midnight ist bei der Custom dabei und ich freue mich so, weil der ist so schön. Und habe ich das gelesen und dachte nur so, toll, ich habe meine Custom schon abgeschickt. Ne? Ja, was habe ich natürlich gemacht? Habe mich nochmal an den Rechner gesetzt oder ans iPad, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das bestellt hatte. Und habe dann nochmal quasi eine Bestellung aufgegeben, nur mit diesem Clamshell, mit Spooky Midnight, weil ich mir dachte, ja, jetzt musst du den auch haben. Ne? Ja, deswegen habe ich mir den dann auch ja, quasi rückkandidatmäßig nochmal mitbestellt in einer zweiten Bestellung. Ja. So, Spooky Midnight. Oh Gott. Auch wieder so süß mit so einem Trick-or-Treat Dingsbums mit drin. Ja, jetzt bin ich natürlich mega gespannt, ne, wenn Diana so davon schwärmt. Okay, ja. Er ist ziemlich floral, würde ich sagen. Also irgendwie was Florales, Zitrisches. Floral, Zitrisch, so würde ich den beschreiben. Ich kann euch jetzt aber nicht sagen, welche Blumen. Ich weiß nicht, vielleicht Veilchen? Jasmin, irgendwie sowas vielleicht? Würde ich jetzt mal behaupten. Spooky. Spooky? Ach da. Die Uhr schlägt Mitternacht. Ja, der Vollmond scheint durch dunkle Wolken. In der Ferne heult ein Wolf. diese Duftkomposition aus dem Nektar von saftigen Früchten, exotischen floralen Noten, süßer Vanille und Honig entführt uns in mystische Welten. Ne? Ja. Steht jetzt leider nicht dabei, welche exotischen floralen Noten, aber ja, du riechst auf jeden Fall was Florales. Du riechst was Zitrisches, finde ich. Ja, und tatsächlich, ich rieche auch ein bisschen Honig. So ein sanfter, süßer, heller Honig, der sich da noch so ein bisschen mit reinmischt. Interessant. Da freue ich mich. Da freue ich mich, den zu düfteln. Also gut, dass ich den noch mitbestellt habe. In zweiter Runde sozusagen. Und ja, danke Diana für die Empfehlung. Spooky Midnight gefällt mir echt auch sehr gut, muss ich sagen. So, das waren die Clamshells nach einer guten Stunde. Wir haben jetzt noch die Sandshots. Das sind auch nicht so viele, wir sind auch gleich durch. Und dann entlasse ich euch auch, ne, in euer Wochenende. Ich habe ja noch ganz viele Goodies. Ich meine, ihr habt die ja bestimmt auch alle bekommen, oder? Die Goodie-Tüten waren prall gefüllt. Ich zeige euch aber jetzt nicht die Schoki und so. Das ist, glaube ich, nicht so interessant. Ne? Das haben wir sowieso wahrscheinlich alle das Gleiche bekommen. Von daher zeige ich euch das jetzt nicht. Ich zeige euch nur die duftigen Sachen. Genau. Genau. So, dann tue ich den Karton mal hier runter. So, ich habe mir 5... passt am Ziel. Oh, danke. Also ich habe 5 Sandshots bestellt. Einmal der Blaubeer-Mandel-Käsekuchen. Das ist ein Duft, den kannte ich auch schon. Deswegen habe ich mir den jetzt nochmal als Sandshot-Becher bestellt. Ich mag den ganz gerne, aber es ist jetzt kein Duft, wo ich sage, oh, da brauchst du unbedingt einen Clamshell von, so, ne? Ich mag die Cheesecake-Note da drin sehr gerne. Ich mag die Blaubeeren da drin sehr gerne. Es ist für mich so ein solider Küchenduft, den ich zwischendurch gerne mal düftel. Aber ist jetzt kein Duft, wo ich laut Hurra schreie und durch die Wohnung tanze, wenn der in der Lampe ist, ne? Also so verliebt bin ich jetzt nicht in den Duft. Aber so, ne, es durfte noch mal ein Sandshot mit, weil, ja, ich finde ihn ja nicht schlecht. So, ne, versteht ihr? Dann habe ich mitbestellt Palo Santo und Vanilla Bean. Fand ich auch eine schöne Mischung. Ich hatte, so jetzt ne, ein bisschen off-topic, ich hatte auch mal einen Palo Santo Duft mit Vanille gemischt.
Aber das war noch ganz am Anfang. Also da hatte ich den Shop, also meinen eigenen Shop noch nicht. Da habe ich das einfach so für mich gemischt. Und ich fand das sehr schön. Deswegen dachte ich mir, gucke ich mal, wie die liebe Bea das interpretiert hat. Oh ja, sehr holzig, maskulin, fast schon parfümig. Und die Vanillenote versteckt sich noch ein bisschen. Ja, für mich ist es tatsächlich also sehr vordergründig Palo Santo und auch sehr parfümig. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das Duftöl so parfümig fand. Aber gut. Ja, die Vanillenote vermisse ich noch ein bisschen. Hallo? Vielleicht kommt es ja dann warm noch, ne? Man weiß es ja nicht. Aber gefällt mir auch gut. Dann haben wir Luftschloss. Ja, da weiß ich auch, das ist einer von Hannes, also von dem Grantelbad, einer seiner Lieblingsdüfte. Heute habe ich ganz schön viel über den Grantelbad geredet. Naja, aber er war ja auch Thema der Custom sozusagen. Deswegen ja, also Luftschloss mag er sehr gerne. Ich muss sagen, ich mag ihn auch, aber es ist jetzt auch wieder kein Duft, wo ich schreiend durchs Haus laufe und sage, wow, Luftschloss. Dafür ist er mir zu ozonisch. So ozonisch, frische Luft. Das ist ja nicht ganz so meine Duftrichtung. Deswegen ja, so für zwischendurch finde ich den ganz schön mal. So mal, ne? Mal in der Lampe ist es okay. Aber es ist jetzt kein Hurra-Duft für mich. Deswegen habe ich jetzt nochmal einen Cent Shop bestellt, aber ja, das reicht dann auch für ne bis nächstes Jahr wieder so, ne? Das reicht dann auch. Das ist ein Goodie und das ist ein Marshmallow Fireside. Ja, so Marshmallow-Düfte finde ich gehen auch eigentlich immer. Deswegen. Oh Gott, das sind doch kleine. Sind das echte? Ich glaube, das sind echte. Marshmallows. Oh, Mini-Marshmallows. Ja, finde ich toll. Finde ich toll. Ach, ja. Riecht für mich sehr ähnlich wie die Kerze von Goose Creek. Oder die von Bath & Body Works. Genau so ein Marshmallow. Toasted Fireside Marshmallow. Wie auch immer Duft ist das für mich. Deswegen, ja, durfte der auch nochmal mit. Mag ich sehr gerne. So, und dann habe ich gerade gesehen, dass das gar nicht von meiner Bestellung war, sondern das war ein Thank you von Bea. Gucken wir mal, wonach der riecht. Thank you. Auf jeden Fall sehr pink und süß. Es könnte irgendwas mit Kuchenteig sein. Irgendwas Foodiges. Irgendwas Süßes Foodiges ist das. Gucken wir mal. Hier unten. Oh, was könnte das denn sein? Es riecht irgendwie so ein bisschen nach Himbeere vielleicht. So ein Himbeerkuchen mit Vanille. Könnte sein. Sowas vielleicht. Auf jeden Fall sehr lecker. Thank you. Ja, thank you, Bea, dass ich den bekommen habe. Riecht auf jeden Fall sehr yummy. Sehr beerig, lecker. So, in die Nase. So, dann habe ich hier noch viermal diese Mini Scent Cups bekommen. Einmal Morgentau. Ja, ein aquatischer, frischer Duft. Ein bisschen sanft dabei. Ist nicht so frisch in your face frisch, sondern wirklich eher so ein sanfter aquatischer Duft. Der gefällt mir. Morgentau. Von wer? Von wem auch sonst? So, dann einmal Namaste. Den kenne ich auch. Den habe ich auch als Klemmstelle noch hier von letztem Jahr. Namaste ist so ein Weihrauch. Nee, nicht Weihrauch. Wie heißen die? Räucherstäbchen, genau. So ein Räucherstäbchenduft, finde ich. Ja, da muss ich. Muss ich mal meinen Schwiegervater denken, weil er steht total, er steht total auf Räucherstäbchen. Also er findet das total toll. Also so wie ich quasi, ne, meine Duftkerzen liebe, liebt er seine Räucherstäbchen. Ja, so riecht das. So wie bei meinen Schwiegereltern zu Hause. Namaste. Und dann habe ich hier einen. Da weiß ich leider gar nicht, welcher Duft das ist, weil da fehlt das Etikett. Seht ihr das? Da ist kein Etikett dran. Ich weiß ja nicht, welcher Duft das ist.
Aber wir können ja mal dran riechen. Es könnte irgendwas Vanilliges. Vanillig Kaschmir vielleicht? Irgendwie so. So ein bisschen Kuchenteig oder so? Ich kann es euch nicht sagen, weil ich auch nicht weiß, was es ist, aber. Es riecht ein bisschen nach Kuchenteig, ein bisschen nach Vanille, ein bisschen nach. Kaschmir vielleicht? I don't know. Vielleicht hat ja jemand von euch so ein dunkelgelbes Goodie bekommen und kann mir sagen, was bei euch draufsteht. Dann weiß ich vielleicht auch, was, wonach meiner hier riecht. Also wenn ihr den habt, der hat so einen Glitzer drin und ist so dunkelgelb. Dann könnt ihr mir vielleicht mal verraten, wie der Duft heißt. Weil ich weiß es nicht. I don't know. Aber es riecht sehr gut. Genau, und dann hatte ich noch Apple Cider Pumpkin Waffles. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, weil Apple Cider ist schon nicht unbedingt meins. Und dann noch mit Pumpkin. Das könnte echt so ein Endgegner jetzt sein, ne? Gucken wir mal. Sorry, Bea, aber das ist überhaupt nicht meine Duftrichtung. Nee, Also so Apple Cider, das ist einfach schon nicht so meins. Und dann noch mit dem Kürbis. Oh Es tut mir leid. Es tut mir leid, Bea, aber das ist leider nicht mein Duft. Dann hatte ich hier noch die Herbstmarmelade. Als runde Waffel. Oh, der ist lecker. Der riecht wirklich wie so eine säuerliche Marmelade. Ja, der gefällt mir. Der ist schön. Herbstmarmelade. Ist auch nicht so würzig, weil Herbst könnte ja vielleicht jetzt wieder irgendwie so Zimt oder so sein. Das ist er aber nicht. Also finde ich jetzt zumindest. Das ist eher so ein schöner, säuerlicher Marmeladenduft. Green Apple. Oh. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh ja. Riecht wirklich wie so ein knackiger Granny Smith Apfel. Riecht so ein bisschen wie der Green von Scentsy. Aus der Rainbow Kollektion. Das ist so ein richtiger süß-saftiger grüner Apfel. Und ich mag den Green von Scentsy ja auch so gerne irgendwie. Ich weiß auch nicht warum, aber so, wenn das so ein spritziger, grüner, knackiger Apfel ist, dann mag ich das irgendwie ganz gerne. Dann haben wir hier einen Überraschungsduft. Gucken wir mal, wonach der riecht. Ich hoffe nichts mit Pumpkin. Nee. Was ist das denn? Was könnte das denn sein? Das ist auf jeden Fall was Foodiges. Das ist was Foodiges, aber. Was ist das? Das ist kein Kuchen. Das könnte tatsächlich eine Waffel sein. Vielleicht deswegen auch die Waffelform. Irgendwie was Waffeliges, aber mit ganz leicht würzigen Unternoten. Vielleicht so Pecan-Waffles? Pumpkin Pecan Waffles vielleicht? Irgendwie sowas würde ich mal vermuten. Aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen finde ich das immer so blöd bei Überraschungsdüften, weißt du ja, oder wirst du ja eigentlich nie herausfinden, es sei denn, ich würde jetzt Bea fragen, wonach das eigentlich riechen soll. Ne? Also es wird für immer ein Mysterium bleiben. Dann habe ich hier Autumn Woods als Goodie bekommen. Ich hoffe, bitte, bitte, kein nasser Laub. Oh, nee, Nee, das ist genau diese Art von Herbst, Laub, würzigen Düften, die ich leider überhaupt nicht mag. Sorry. Aber ja, das ist genau so einer.
Genau so einer ist das. Dann Brown Sugar and Fig. Also Fig für die Feige. das könnte ein schöner Duft sein. Weil Feigendüfte mag ich auch immer gerne. Ach, so eine Krone. Oh ja. Oh. Ja, das ist Feige. Eine süße Feige. Mit so ja, braunem Zucker. Also nicht so zuckrig, sondern schon eher so ein bisschen schwerer. Im Sinne von brauner Zucker hat ja auch so einen leichten Karamell-Touch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und so einen Touch hat das auch. Gefällt mir aber gut. Den finde ich schön. Brown Sugar and Fig. I like. Und dann sind wir jetzt auch beim letzten Duft, ne? Zitronen-Mohn-Creme. Ja, sorry, da hat mein Handy geklingelt. Ja, abschließend wollte ich euch noch das letzte Goodie zeigen, dann sind wir auch durch, ne? Zitronen-Mohn-Creme. Genau, den wollte ich euch nochmal eben zeigen. Als letztes Goodie. Ich kenne ja den Lemon Poppy Seed Muffin von Dunny. Ich weiß jetzt nicht, ob das der gleiche ist. Nee, ich glaube, das ist nicht der gleiche. Würde ich jetzt mal so behaupten. Weil der hat nicht diese Muffin-Note, diese Kuchenteig-Note. Das hat er nicht. Das riecht tatsächlich eher wie so eine Creme. Wie so eine Zitronencreme mit ein bisschen Mohn. Der gefällt mir. Das ist ein schöner, foodie, zitrischer Duft. Und ich stehe ja total auf zitrische Food-Düfte, ne? Oh. Deswegen gefällt der mir auch sehr, sehr gut. Ja, oh mein Gott, wir haben es endlich geschafft, ne? Das war ja auch eine riesige Bestellung. Von daher, ja, habe ich mir jetzt auch die Zeit genommen, ne? Ich hoffe, für euch war es nicht allzu langweilig, aber ja, ich habe mir die Zeit genommen, alles in Ruhe mit euch durchzugehen, mich nicht so durchzuhetzen, ne, sondern jedem Duft seine Zeit zu schenken. Oder wie sagt man, also dass ich jeden Duft quasi ehre, weil ja, es ist ja nur einmal im Jahr und von daher. Na, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, das zu gucken, dann guckt es halt in 3 Monaten oder so. Ich meine, dann ist es ja immer noch aktuell oder wie auch immer so. Ne? Von daher, ja, hoffe ich, ihr hattet Spaß, ne? Und das Video hat euch gefallen. Ja, ich kann nur immer wieder sagen, Dankeschön, liebe Bea, für diese wunderschöne Custom Order. Ja, ich glaube, ich bin ab jetzt wirklich jedes Jahr dabei. Weil dann kann man sich wenigstens so schön eindecken, ne? Für die nächsten 12 Monate, bis dann die nächste Custom kommt. Und ja, das finde ich ganz praktisch. Das ist mir tatsächlich sogar lieber als mich dabei Restocks irgendwie mal durchzukämpfen und dann bekommst du was nicht und ach, ich meine, wir kennen das ja alle, das Problem. Ne? Deswegen bin ich ganz froh, dass die liebe Bea das anbietet oder angeboten hat. Und ja, ich freue mich. Ich kann ja noch mal ganz kurz meine Favoriten nennen. Wobei, das habe ich ja jetzt schon gemacht eigentlich. Ne? Also der Coffee Cupcake zum Beispiel war ein Favorit. Kuschelzeit, so ganz unerwartet, ist jetzt auch ein Favorit. hier Autumn in Vermont. Gefällt mir auch richtig, richtig gut. Also eigentlich gefallen sie mir ja alle gut, ne? Oh, sonst hätte ich sie ja nicht bestellt. Hier Coffee Cupcake nochmal. So Magical, Lalilu. Also das waren wirklich alles ganz, ganz tolle Düfte. Bei den Clamshells muss ich sagen, war jetzt, glaube ich, gar kein Stinker dabei, oder? Ich glaube, der einzige, der mir nicht so ganz 100% gefallen hat, war hier der Irish Cream Cinnamon Donut. Aber einfach nur aus dem Grund, weil ich fand, dass die Cinnamon Donut-Note zu präsent ist. Das ist eigentlich der einzige, wo ich sage, okay, ja, ne, ist vielleicht nicht ganz so jetzt mein absoluter Liebling, sage ich mal. Ne? Aber sonst muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden mit meiner Bestellung. Ich habe wieder aufstocken können bis nächstes Jahr und ja, auch für die Goodies. Vielen Dank, liebe Bea. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit eurer Custom-Bestellung und ja, mir bleibt eigentlich gar nichts anderes mehr zu sagen, außer danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Also wer bis hierhin dran geblieben ist, Applaus an euch. Ne? Und wir können das ja mal wieder so machen. Jeder, der bis zum Ende dran geblieben ist, postet ein... Also was passt denn zu Bea? Bakery, ja, irgendwas Bakery. Vielleicht so ein Kuchen-Emoji oder so. Ich blende euch mal den Emoji ein, den ich meine. Also wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, postet mal diesen Emoji in die Kommentare. Das würde mich freuen, dann weiß ich, ihr wart
eisern bis zum Ende dabei, hab die Stunde durchgezogen mit mir. Und ja, okay, jetzt rede ich aber auch genug. Habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Also macht's gut!